Zum Thema EOS Virtual Machine, was ist da passiert? Mittlerweile gibt es mehrere Swap-Exchanges und nicht nur eins. Die schießen gerade wie die Pilze aus dem Boden. Es gibt Frogge Finance, wo ich hier auf der EVM Tokens swappen kann. Was haben wir denn da? USDT, gewrappte Bitcoin, BNB, ETH. Ja, genau. Und Neutro Swap ebenfalls, so das Standardkontingent an Tokens. Dann haben wir EOS Swap Finance. Ja, das habe ich alles in der Telegram-Gruppe der EVM Developer gefunden. Die Links teile ich aber trotzdem noch nicht, weil das ist alles irgendwie nicht ganz offiziell und keine Ahnung, ob ich jetzt hier über irgendwas gestolpert bin, was vielleicht ja, fraudulent ist. Also, no financial advice und vorsichtig. Aber es sieht so aus, dass ganz, ganz, ganz viele Open Source Exchanges jetzt benutzt werden, um eben auf der EOS Virtual Machine bzw. Ethereum Virtual Machine auf EOSIO etwas zu machen. Ja, dann haben wir hier die EOSIO EVM, den Smart Contract, der die Ethereum-Befehle ausführt. Der hat jetzt eine Balance von 993.000 EOS, also fast 1 Million EOS ist hier gelockt, mit denen irgendwas gemacht wird. Das heißt, hier wird also schon mal Liquidität reingespült. Was ich ein bisschen schade finde, dass die EOS ist oder die Ethereum Virtual Machine, bis auf dass sie EOS swappen kann als nativen Token, dass sie wenig Kontakt hat mit den anderen Smart Contracts. Dass ich also wenig Schnittstellen habe, um jetzt mit einem Native EOS Smart Contract jetzt zum Beispiel ein EVM Smart Contract anzuwerfen. Aber gut, dafür wird es dann wahrscheinlich Bridges geben und die Anwendungsfelder sind natürlich gering. Warum mich das interessiert, man kann dann, wenn man schon ein EOS App auf der EOS Native Chain gelauncht hat, könnte man ja theoretisch eine, wenn es eine Verbindung gäbe, dann zum Beispiel den Usern die Möglichkeit bieten, sich mit MetaMask anzuloggen und dann einfach dann mit einer EVM-Adresse, wie man sie von Ethereum her kennt, eben sich einloggt und ganz normal dann das EOS-App verwendet. Das geht leider nicht. Gut, das ist nicht ganz so schlimm, das ist ein Luxusproblem. Am wichtigsten ist jetzt erstmal, dass ich sowas, dass ich jetzt jedes Solidity-Programm da auf der EOS-Chain starten kann. Und ich habe ja ein kleines Video schon gemacht, wo ich mal ein Mini-Hello-World-Contract auf der EVM in Solidity deployed habe. Den Link packe ich aber unten in die Beschreibung zum Video. Dann gibt es hier noch eine interessante Grafik von Trimbot auf Twitter, die mit der Aussage daherkommt, die EOS EVM ist 25 mal schneller als AVAX und dreimal schneller als Solana. Was ich auch, also hier sieht man, wie sich EOS in Bezug auf Swaps per Second, also da reden wir von so einem Uniswap Exchange Swap auf einer von diesen Börsen im Vergleich zu den anderen Chains macht. Und da steht EOS ja, dreimal so gut da wie Solana. Das ist ja gut, ist eine Marketinggrafik, aber es ist schon bemerkenswert, denn EOS verwendet ja WASM, also eine Interpretersprache, die von den Nodes ausgeführt wird. Die wird üblicherweise in C++ programmiert und im Bytecode in WASM übersetzt. Und die EOS Virtual Machine ist ja nichts anderes als ein Smart Contract, der im Prinzip hier ja, die mit WASM auf WASM dann nochmal Solidity-Opcodes interpretiert. Und obwohl das quasi zweimal interpretiert wird, und es kann ja auch sein, dass die Log-Producer selber auch auf virtuellen Machines agieren, also es wird quasi zwei, dreimal ineinander geschachtelt interpretiert und trotzdem ist ein EOS-Swap immer noch dreimal so schnell wie Solana auf einer Native-Chain. Das finde ich interessant. Schön finde ich auch hier die Bemerkung,
dass er hier sagt, hier ganz nebenbei, EOS ist nicht hier ein Konkurrent von Ethereum und es ist nicht der Ethereum Killer. Ja, und genau das ist der Punkt. Diese ganzen Chains sind EVM-kompatibel. Man kann sich eine Adresse anlegen auf Ethereum. Ich kann mit meinen Private Keys, die ich auf Ethereum irgendwann gelauncht habe, die kann ich in MetaMask importieren und mir dann ein Avax, ein Polygon, ein Solana, ein EOS EVM-Account zulegen und das Format ist kompatibel. Ja, ich habe also auf allen Chains einen Account und ich habe MetaMask Support. Ja, MetaMask ist halt eine der häufigst benutztesten D-App-Wallets im Space und da hat sich EOS jetzt eingeklinkt und das soll natürlich langfristig dazu beitragen, dass auf der EOS-Chain eben ja, mehr Nutzer rauskommen und mehr Liquidität eben verwaltet wird. Ja, ein riesiger Schritt, wie ich finde. Genau, und er sagt, es ist eben kein Killer. Und ja, weil diese Chains halt alle kompatibel ist, liegt es ja nahe, dass wir hier, ja, wir haben ja eine Dezent, wir wollen ja im Kryptospace Dezentralität haben, dass keine zentrale Instanz die Macht hat über ein Netzwerk. Also, was liegt da näher, dass diese ganzen softwarekompatiblen Projekte, die für sich Solidity-kompatibel sind, über Bridges, dass die sich zusammensetzen und quasi ein großes EVM-Netzwerk abbilden, ja? Dass das die Entwicklung ist, wo es im Prinzip hingeht und dass Avax, Polygon, Solana und jetzt EOS nichts anderes sind als Sidechains von Ethereum. Ja, also das ist so ein bisschen mein Standpunkt und die Idee, dass man hier das Ganze nicht als Konkurrenz sieht, ja, die finde ich total gut und ja, dass dieses Meme jetzt vorangebracht wird. Da stimme ich mit Daniel Larimer nicht überein, der damals tatsächlich ja, EOS über Ethereum gestellt hat und wäre natürlich für die Investoren schön gewesen. Aber durch Block One, da habe ich ja mit Sebastian schon ausführlich drüber geredet, gab es so ein paar Schwierigkeiten. Gut, dann nochmal ein anderes Thema zum Abschluss, die Ordinals. Nochmal einen kurzen Abschluss, was hier so passiert ist. Also wir haben hier bei den Clay Papers, das ist quasi ein Nachfolgeprojekt von Pixel Papers, die wurden neu gemintet. Ja, sieht man auch die Zahl 1,2 Millionen Ordinals Inscription Number, Volumen 4,5 Bitcoins im 7-Tages-Vergleich. Und ansonsten sind die Preise relativ konstant, ja, so ähnlich wie bei einer vor einer Woche. Meine geliebten Mongs sind ganz, 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 ganz weit abgeschlagen. Mal sehen, finde ich sie überhaupt hier. Genau, 0,00507 Bitcoin. Was aber neu dazugekommen ist, mal sehen, ob ich es hier finde, Bitcoin Operation. Worauf ich hinaus möchte, hier BTC Survival Gear. Ja, im 7-Tages-Vergleich 1.160 Prozent, ein Zehntel Bitcoin-Volumen, noch nicht so viel, aber davon habe ich tatsächlich drei auf meine Wallet geairdroppt bekommen. Und das scheint wohl ein Projekt zu sein. Das ist schon mal spannend, dass ich hier erstmals, das habe ich auch noch nicht gesehen, auf NFTs, auf Bitcoin, hier tatsächlich nach Kategorien sortieren kann. Also Schuhe, Schilde, Ringe, das Ganze sieht also aus wie Spiele-Items. Und wenn ich aber drauf gucke, ich erfahre jetzt wenig über ein Spiel. Das ist ja auch nicht so einfach. Wie soll ich jetzt? Ich habe ja keine Smart Contract Plattform. Das ermöglicht Ordinals Wallet ja nicht. Obwohl ich natürlich, weil ich ja alle möglichen Daten hier inskripten kann, theoretisch auch eine Webseite als NFT oder ausführbaren Code setzen kann. Das geht natürlich mit Gefahren einher, aber ich könnte jetzt hier zum Beispiel ein JavaScript-Spiel hochladen und dann versuchen, irgendwie mit hart codierten NFT-Adressen irgendwie da ja, irgendwas mit zu machen. Na gut, aber da ist die Verbindung nativ eben noch nicht da. Aber vielleicht kommt das ja noch irgendwie, dass ich doch irgendwie auf dem Mainnet Smart Contracts mit irgendeinem Trick abbilden kann. Wie schon gesagt, ich habe schon mal die Möglichkeit, Daten auf die Chain zu schreiben. Ich kann sie nur noch nicht ausführen. Und wenn, dann ist auch die Frage, ob ich sie ausführen will. Gut,
Aber JavaScript läuft ja in einer Browser-Virtual Machine. So, und wenn man auf die Webseite klickt, sieht man, dass diese NFTs von BTC Machine Projekt gekommen sind. Und da gibt es jetzt hier Infos über ein Ökosystem, über Land. Ja, das ist schon mal interessant, ja, dass ich hier was machen kann. Wahrscheinlich, ich klicke mal einfach hier drauf. Ich mache das gerade das erste Mal hier live. Und guck mal, es gibt ja ein Bitcoin-Projekt, Bitcoin Lands, wo ich dann entsprechend auch ein NFT geairdrop bekommen habe. Ja, interessant. Eine Storyline, okay, ein Multiverse, also es ist schon ein Spiel geplant. Und noch etwas über ein Team. Genau, das sind die BTC Machines, die wir irgendwie schon kennen. Ich meine, das Projekt ist von einem YouTuber, der das auch, wie man diese Ordinals erzeugt, in seinen Videos beschrieben hat und jetzt darauf wie wild entwickelt. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante neue Entwicklung, dass jetzt nicht nur Katzen-, Frosch-, Hundebilder hier als Ordinals gesetzt werden, sondern eben auch Spiele-Items, wie die jetzt mit dem Spiel verknüpft werden. Keine Ahnung, ist sehr umständlich. Chains wie EOS oder WAX und der ETH Ethereum sind ja dafür gemacht, Bitcoin NFTs bzw. Native NFTs in Smart Contract Form damit zu interagieren. Ja, da kann ich dann unter WAX und EOS kann ich auch die Attribute der NFTs verändern. Die sind also nicht in Stein gemeißelt, sondern es gibt Mutable und Immutable Attributes. Ich kann also in den NFTs Daten speichern von einem Smart Contract aus. Das geht natürlich mit den Inscriptions so nicht. Aber wie schon gesagt, wer sagt denn, dass die Entwicklung nicht in eine Richtung geht, dass hier nicht auch irgendwann mal Bytecode ausgeführt wird? Das ist nur so einfach eine Spekulation. Ja, das wollte ich kurz mit dir teilen und ich hoffe, dass ich demnächst nochmal über die Ereignisse der EVM mit Sebastian ein kleines Interview machen kann. Der hat da sehr gute Connections von EOS Support aus und kennt quasi die News besser als ich. Und ja, hoffen wir, dass es bald dazu kommt. Ja, in diesem Sinne, dann noch ein schönes Wochenende. Mach es gut.